Aber komischerweise alle erinnern sich an Nastassja Kinski und an Reifezeugnis. Das war auch ein Fall, wo ganz Deutschland plötzlich von einer jungen Frau geredet hat. Und das war Nastassja Kinski. Erinnerst du dich an diese Phase? Oh ja, ich erinnere mich sehr genau. Ich weiß auch noch, als ich mit ihrer Mutter und ihr mich getroffen hatte in München. Und weil ich hatte sie gesehen in einem Wenders-Film, da hatte sie eine kleine Rolle gespielt und ohne Dialog, nichts. Aber das Gesicht hatte mich fasziniert. Und jetzt ging es um eine Hauptrolle. Also wirklich eine Besetzung, wo man sagen musste, da muss man aufpassen mit so einem jungen Wesen. Und da habe ich mich mit ihr getroffen und das war zum Piepen. Die sah so toll aus. Das war also schon eine junge Frau, auf der anderen Seite war es ein Kind. Und genau diese Mischung hat mich fasziniert. Das ist faszinierend. Das ist bei einem jungen Mädchen gibt es ja nur eine kurze Phase, wo das da ist. Ne? Wo man so ein Nymphchen ist sozusagen. Und wo alle Männer ziemlich verrückt sind danach. Und so war es dann auch. Am Anfang, dann als sie zum Set kam und wir gedreht haben, alle Männer haben also, haben sich die Augen ausgeguckt. Ne? Und die hat also alle völlig verliebt gemacht in sie. Aber das ist eben dieses Alter da, zwischen Kind und Frau. Und bumm, genau das war's. Ich war 14, 15 und das war für den Tatort und es ging irgendwie ganz schnell. Das war, hat mich unheimlich gut gefühlt mit ihm und Maria war damals auch seine Frau, jetzt seine Assistentin. Und die sind genau wie heute gewesen, also unglaublich. Wo man einfach eine Ruhe spürte und eine Kraft und eine Direktion. Ich glaube, es war auch Connection, ne? die wir vielleicht auch hatten als junge Schauspielerin mit ihrem Regisseur. Das eine ernste, gute und simple Connection. Also, dass er dachte, okay, das ist das Mädchen, die diese Rolle vielleicht spielen kann. Und ich habe gedacht, oh, er kann das. Ich glaube, bei ihm kann ich ja sagen. Ne? Er hat mich ernst genommen als junge Person und nicht irgendwie so. Das habe ich einfach, das spürt man einfach. Ich meine, man ist ja auch wenn man sehr jung ist, intelligent und man hat eine Intuition und man, auch wenn man Kinder spüren natürlich auch alles. Ne? Vielleicht mehr als später dann. Spürt man alles. Das hat man so total gespürt, dass er einfach einen Respekt hatte. Reifezeugnis, Nastassja Kinski, deutsche Fernsehgeschichte. Ja, der ist ein paar Mal gelaufen. In der Tat. Und noch heute redet man auch bei dieser Schauspielerin immer davon, das gilt sicher auch für Jürgen Prochnow und das Boot, du hast ein paar Schauspielerkarrieren eigentlich sehr eindeutig geprägt. Ja, auch Herbert Grönemeyer zum Beispiel war ja auch damals praktisch unbekannt, als ich ihn da im Boot eingesetzt habe. Und mit Jürgen Prochnow, ja, mit dem habe ich 5 Filme gemacht. Und dann das Boot war natürlich der ganz große Durchbruch für ihn. Schön, ich mache sowas wahnsinnig gerne, wie ich gesagt habe. Schauspielern irgendwie zu helfen, einen großen Sprung zu machen und eine große Karriere zu machen, ist was sehr, sehr, sehr befriedigend. Das ist schön.